Morgen Leute, wir sind gerade erst aufgestanden, haben gefrühstückt. Ich habe es nicht gefilmt, weil mein Handy hat keinen Akku. Ich habe es nicht geladen, weil wir keine Adapter hatten für thailändische Steckdosen. Wir hatten nur die europäischen dabei. Und wir sind wieder auf dem Auto. Es geht jetzt. Selber keine Ahnung, wohin es geht. Schaut da hinten, das aber ist ja. Thailand ist das hier drüben. Fucking Pizza Hut. Fucking Pizza Hut. Das ist ein Pizza Hut, Jungs. Leute, wir sind jetzt hier. Wir gehen jetzt eine Runde baden, auf entspannt im Fluss. Und es hat wieder 40 Grad etwa. Einfach ganz entspannt. Nicht. Ja. Der Tourist wieder hier am Filmen, wie man es kennt. Merkst du Nicht offen vom 10 bis um 12 Uhr. Okay Leute, nach einer wilden Fahrt gehen wir jetzt noch einen Muay Thai Boxkampf anschauen. Ich bin richtig hyped auf jeden Fall. Da ich mich seit kurzem auch für Boxen interessiere. Das sieht zwar hier aus wie auf dem Jahrmarkt, aber keine Ahnung. So sieht das hier aus. Keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. Sag ich euch ehrlich. Aber egal. Wir werden sehen. Keine Ahnung, was das hier ist, das ist jetzt for real. What the fuck, bro? Willkommen in Thailand, Digga. Das sieht doch nach Thai-Boxen aus. Yeah, that's the shit we wanna know, man. Das ist krank, Junge. Scheiße. Alter. Oh, Marvin, also. Oh, Junge.
Scheiße, ich hab den Knockout nicht gefilmt. Fuck. Scheiße. Ich hab den Knockout nicht drauf. Ich Idiot. Sorry Leute, ich bin ein schlechter YouTuber. Ah ja. Kann passieren. Entspannt. Okay Leute, wir sind jetzt hier nochmal im Hotelzimmer. Gehen pennen, ist schon ziemlich spät. Und ja, sehen wir uns morgen wieder für euch. Jetzt ist natürlich nur ein kurzer Cut und was sagst du dazu? Ja. Ne, wir sehen uns morgen wieder. Bis nachher, ciao. Okay Leute, inzwischen ist der nächste Morgen, wir sind hier irgendwo im Nirgendwo im Markt hier, keine Ahnung. Anscheinend gehen wir an den Markt, was ich hier bei dieser Umgebung ein bisschen sass finde. Wir sind hier hinten auf dem Pickup, es hat gefühlte 50 Grad, unsere Haut die verbrennt gerade gefühlt so, also heute Abend bin ich der Tomatenskin aus Fortnite auf jeden Fall. Und ich glaube, wir sind da. Ich bin unbedingt in die Sonne gebrüllt. Ach, so sieht es hier aus. Hier unten hausen die Krokodils. Die Krokodile. Was ist hier? Ja, das wird künstlich sein hier, ne? Anscheinend gehen wir was essen. Inwiefern sollen wir hier was essen? Wie? Bro, das ist ein fucking Spielplatz. Boah, Junge, ist steil. Der Cam kommt nicht so rüber, aber es ist übel steil. Also ich würde sagen, wir essen jetzt erstmal was. Dann ja. Ja. Dann essen wir jetzt erstmal was. Hier haben wir auch noch so Früchte, die sind irgendwie konsistenzartig, sind die ganz, ganz interessant, muss man sagen. Ja. Oh, sorry. Ja, Duriane. Ja, nach Potze schmeckt es wirklich nicht gerade. Copyright-Musik, chillig, RIP. So, wir haben ein bisschen Nachschub geholt, ich meine. Ja, warum nicht, ne? Man kann nie genug haben. Okay, die Konsistenz ist ziemlich speziell. Ja, genau wie Teig. Ich nehme mies. Ich fühle es jetzt nicht so. Einfach Hulk. Lol. Lol. Wir haben uns jetzt noch Pizza bestellt und sippen hier ein bisschen Pepsi. Ja. Junge, wir werden hier überladen mit Essen. Scheiße. Wir werden hier überladen.
Ach du Scheiße. Was ist das? Oh, Junge. Das sind Chicken Nuggets. Chicken Nuggets kommen auch noch. Bruder, ich werd hier fett, Junge. Chicken Nuggets. Wenn ich nach Hause komme, 10 Kilo mehr auf den Rippen. Junge, es sind einfach Chicken Nuggets mit Käse drin. Junge. Sagt ehrlich, das hier ist einfach wunderschön. For real, ich habe wirklich keinen Bock, gerade in die Schweiz zurückzugehen. Mal schauen, wie es in 2 Wochen so ist, weil wir bleiben ja jetzt 2 weeks. We stay here. Junge, einfach die Bank. Die Bank ist schöner als jede Bank in der Schweiz zusammen. Oder ist nur... Nein, du kannst drauf sitzen. Sie ist aber auch unbequemer als jede Bank in der Schweiz zusammen. Aber es ist wunderschön hier. Vor allem das Restaurant hier. Einfach mitten, wirklich mitten im Wald. Wenn nicht sogar gefühlt schon Dschungel. Was ich zu Durian sagen muss, nach Kotze stinken tut es jetzt nicht wirklich. Kotze stinken schon wie nochmal ein bisschen hässlicher. Die Konsistenz ist ganz interessant, es ist wirklich teigig. Wie Teig. Und das fühle ich überhaupt nicht. Aber naja, ist Gewöhnungssache. Junge, ist echt krass hier. So, das ist jetzt hier eben das Lokal hier. Gehen wir noch rein. Junge, ich sehe durch die Sonnenbrille, sehe ich halt die Stufen nicht ganz. So. Man muss sagen, es ist hier wunderschön. Die Temperatur, es könnte ein bisschen kühler sein, aber das ist jetzt meckern auf hohem Niveau. In der Schweiz habe ich noch gesagt, boah, was ist das Dreckswetter? Hier sage ich, boah, das Wetter ist viel zu gut. Ja. So sieht übrigens hier der Parkplatz aus. Dann hier das Eingangstor, schön. Oh, ein wildes Velo vorgespottet. Haben wir hier einen Bananenbaum. Oh, einfach ein Bananenbaum, sowas sieht man auch nicht alle Tage, ne? Ja, hier haben wir die Bananen. Make you want to move your dancing feet to the rest of you. Here I am. Won't you to know your where I Tempel hier. Ich habe voll den Schulenschirm bekommen. Naja. Voll den Tussenschirm. Mit Socken. Nein, war schon vorhin Der Boden hier ist sau heiß, weil es hat rund 40 Grad gerade wieder. Ja, es ist sick. Ein Eisberg. So, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon wieder fertig sind, aber es sieht danach aus, als hätten wir nicht mehr allzu viel zu sehen. Ist noch ein Löwe oder sowas. Nee. Ein Gepard, ein Leopard? Ich hab keine Ahnung was. Nee, ein Tiger, jetzt. Löwe. Mann. Das ist schon noch eindrücklich, muss man sagen. Eindrücklich. You're dancing.